Hallo, liebe Schattenwechsel, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier in Essen in der Tempelmark, neben mir die Band Projekt You. Hi, erstmal. Hi. Hallo. Hi. Heute ist ein schönes Konzert mit euch, mehr sein und eben bei dem Grab. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ganz kurz für die Leute, die gerade reinschalten und gar keine Ahnung haben, wer ihr seid. Würdet ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr und was ist jeweils eure Aufgabe in der Band? Ja, wir sind Projekt You, eine saarländische Gossip-Rock-Formation, bestehend hauptsächlich aus zwei Musikern, aus mir, Jens-Christian Usner, Gesang, und Markus Lesch, Schlagzeug. Okay, und da können wir natürlich dann direkt erstmal anknüpfen, also ihr seid zu zweit, aber es gibt auch Fotos von euch mit mehreren oder auch bei Konzerten. Seid ihr da mehr Leute? Habt ihr dann Live-Musiker? Oder? Wir haben live, werden wir komplettiert durch andere Musiker und sind praktisch als ganze Band unterwegs. Gut. Und da ihr ja auch, ich glaube, ihr seid noch gar nicht so lange am Start als Projekt, kann das sein? Von daher mögt ihr vielleicht mal ganz kurz erstmal sagen, wie habt ihr euch gefunden und wie kam es dazu, dass ihr die Band gegründet habt? Wir sind, wenn man es jetzt so nimmt, eigentlich ein Lockdown oder ein Corona-Lockdown-Projekt. Nämlich im zweiten Lockdown 2021 hatten wir zwei viel Zeit, weil wir Berufsmusiker sind, und haben uns überlegt, was Eigenes zu machen. Und dann kam so die Idee, Projekt You, also nahm das so langsam seinen Lauf. Wir haben dann viel telefoniert, haben zusammen Songs komponiert, Texte geschrieben und haben dann überlegt, okay, wer könnte denn da noch so mitmachen? So, da kamen wir auf zum Teil bekannte Namen, wie Elton Brentini von Andreas Gabalier, Martin Gerschwitz von Meatloaf, Guy Harris von Alan Parsons Project, und die haben wir einfach angefragt. Mhm. Weil überall Lockdown war, hatten wir auch Zeit. Und so hatten wir dann unser erstes Demo mit diesen Gastmusikern, haben wir das aufgenommen. Da kann man natürlich schon mal mit hausieren gehen, ne? Genau. Da kommt unser Jay, mit unserer Live-Genau. Darfst du auch gerne mit reinkommen, wenn du möchtest. Dankeschön. Gar kein Problem. Nur dann am besten auch ungefähr auf der Ebene, weil sonst aber von der Schärfentiefe und nachher bist du dann eben unscharf. Aber dann könnt ihr, also ich meine, bei den Namen merke ich schon, also das mit den Berufsmusikern, da steckt einiges dahinter. Würdet ihr ganz kurz, bevor wir auf die euch jetzt kommen, sagen, was da so zum Beispiel, also was ihr gemacht habt als Berufsmusiker? Beide schon wir drei sind eigentlich Berufsmusiker und sind schon sehr, sehr lange in der musikalischen Szene aktiv. Ich als Sänger, als Vocal Coach, er als Gitarrist, als Gitarrenlehrer, er ist Schlagzeuglehrer, Schlagzeuger, und er war früher auch noch, dadurch haben wir auch diese vielen Kontakte auch sehr schnell bekommen, auch Veranstalter. Da ging ein Gebraten ins andere rein irgendwie, und als die Songs fertig waren, beziehungsweise wenn es ganz sicher war, was wir damit jetzt machen sollten oder wie wir da rangehen, habe ich zuerst dann gesagt, okay, lass mich mal einfach mal schauen, wie die Reaktionen so sind auf diese Songs, was die Leute so sagen. Und für uns hat uns dann freundlicherweise das erste Video spendiert, sage ich mal, und hat das auch gedreht, und dann ging die Sache so langsam so schneeballmäßig nach vorne, immer mehr. Also dann hat sich das so entwickelt, das war also kein bestimmter Plan oder sonst irgendwas, sondern es kam so, es fügte sich ein Rad mit dem anderen, und das ging immer weiter, immer weiter. Und die ersten Reaktionen von dem Magazin waren ziemlich positiv, also eigentlich schon über allem, was wir uns vorgestellt haben. Und da kam halt schnell auch die Idee auf, noch ein zweites Video ranzuziehen, nochmal zu machen, und das ging immer so weiter. Dann kam ruckzuck eine Booking-Agentur bzw. Promo-Agentur, Plattenlabel, und dann mussten wir das Ganze halt auf richtige Füße stellen, und haben uns dann halt auch die Musiker zusammengesucht. Hier ist zum Beispiel der Jay, der spielt dann bei uns halt die Gitarre live, ganz klar, und auch im Studio. Und haben dann ein Keyboard auf dem Meatloaf dabei, die Martin Gerschwitz, und Cello hat der Benny gespielt von Letzte Instanz, und die haben auch alle dann immer gesagt, ja klar, machen wir, kein Problem. Also von daher ging das einfach immer so weiter, und jetzt, 2,5 Jahre später, sind wir hier in Essen. Ja, sehr gut. Ja, Benny habe ich letztens auch getroffen, als er dann mit Goethes Erben unterwegs war. So klein ist die Welt dann auch. So klein ist die Welt, genau. Richtig. Aber gut, wenn man einen guten Cellisten sucht in der Szene, dann ist man bei ihm schon auf jeden Fall. Cool. Und ihr habt jetzt auch letztes Jahr dann ein erstes Album rausgemacht, ne? Heuland. Genau.
Übrigens muss ich dann auch sagen, also jetzt mit dem ganzen Hintergrundwissen verstehe ich das als recht Top-Produktion. Also das ist halt bei einem Erstling nicht unbedingt immer so selbstverständlich. Das ist richtig. Wie kam das? Also was habt ihr da, habt ihr selbst produziert oder wer hat euch dabei unterstützt? Zum Teil haben wir es selbst produziert oder mitproduziert. Also Jens und ich haben da so ein bisschen die Idee mit eingebracht und er kennt den Daniel Keller, der hat ein eigenes Studio und zu dritt haben wir das praktisch dann irgendwie auf die Beine gestellt. Wir waren da also aber zunehmend auch mehr zufrieden mit dem ganzen Endergebnis. Also wie gesagt, die Kritiken, die sind also europaweit ziemlich sehr, sehr positiv gewesen, auch wegen der Produktion. Das freut uns natürlich umso mehr und ja, wir haben einen Haufen Zeit und Arbeit da reingesteckt in die ganze Geschichte. Und ist dann schön, wenn so ein Feedback zurückkommt. Absolut. Und wie ist da so die Songwriting-Dynamik gewesen? Also habt ihr dann, ihr beiden seid die Songwriting. Wie habt ihr gearbeitet oder wer hat da noch mit rein? Das macht hauptsächlich eigentlich Jens. Ja. Grundzüge der Songs entstehen bei mir am Klavier. Gesangslinien komplett durch mich. Und dann haben wir halt diese Gastmusiker, wir haben denen halt Rohentwürfe zugeschickt. Mhm. Und haben halt gefragt, was würdest du denn da so spielen? Und wir haben denen halt ziemlich freie Hand gelassen, das zu entscheiden. Und das, was die gemacht haben, hat uns auch gut gefallen. Und so ist das immer weitergegangen. Und wenn man jetzt gerade, ich meine, jetzt ist ungefähr ein Jahr vergangen, im Mai letzten Jahres ist es rausgekommen. Mhm. So im Rückblick ist es dann immer noch so, dass man sagt, oh, alles toll? Oder habt ihr da irgendwie schon Sachen festgestellt, wo ihr sagt, okay, beim nächsten Mal können wir da an der Stellschraube noch ein bisschen besser machen? Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Also ich finde nach wie vor das Album sehr gelungen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich würde da jetzt im Nachhinein wenig ändern. Wir sind erstmal froh, dass wir überhaupt so viel damit erreicht haben. Weil das war ja am Anfang gar nicht abzusehen. Absolut nicht, nee. Dass es so weit gehen würde, dass wir heute jetzt hier sitzen und mit dir das Interview machen. Ja. Gut, wobei, da muss ich auch sagen, das ist, ne, ihr macht auch recht viel Social Media mäßig, sehe ich immer wieder, ihr Likes möglichst und so. Das zieht natürlich auch Aufmerksamkeit. Kann ich übrigens den Leuten da draußen, die Bands haben, auch mal sagen, nicht immer nur darauf warten, dass die Leute zu einem kommen, sondern auch Präsenz zeigen. Das fand ich zum Beispiel bei euch, nicht, dass das jetzt der Grund wäre, warum ich mit euch sprechen wollte, aber dann merkt man sich den Namen schon mal. Ne? Das ist immer eine ganz gute Sache. Und da seid ihr, glaube ich, auch ganz aktiv. Wer macht das bei euch, so Social Media? Ich. In Absprache, wir beide. Das passiert alles in Absprache. Das heißt, da ist dann Demokratie angesagt. Das ist immer Demokratie. Also eine diktatorische Demokratie. Genau. Verstehe. Das heißt, die anderen beiden zum Beispiel, die sind dann halt diejenigen, die Knecht will. Nee, kann man es auch nicht sagen. Wir arbeiten im Moment an Songs für Platte Nummer 2. Mhm. Und haben wir gerade jetzt vorgestern eine schöne Songwriting-Session gemacht, wir drei. Und da hat er ganz viele ganz tolle Ideen eingebracht in den neuen Song. Insofern ist es dann auch insofern demokratisch, aber jeder hat halt seinen Bereich. Ja, das Ganze ja Projekt U heißt, ist klar, Jens Usner, haben wir uns nur darauf geeinigt, dass letzten Endes er auch das letzte Wort hat. Okay. Bis jetzt hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Es gibt ja immer Leute, da haben wir von Anfang an im Umfeld, die es besser wussten, die ganz klar mehr Ahnung hatten wie wir. Haben wir aber drauf geschissen und haben uns immer auf unser Bauchgefühl verlassen. Haben dann lieber öfter mal zusammen telefoniert und gesagt, hast du da ein gutes Gefühl dabei? Und der das so sagt, weiß ich nicht. Und dann hat das so eine Eigendynamik angenommen, wo wir uns jetzt nach einem Jahr oder zwei Jahren eigentlich recht sicher sind, dass wir eher die Entscheidung richtig getroffen haben. Und wie gesagt, Jens hat immer so praktisch das allerletzte Wort in der ganzen Geschichte. Und deswegen nochmal Projekt. Also das kann jeder mitmachen, wir fragen, wenn er mit einer guten Idee kommt, wird er sehr offen, wenn er scheiße ist, kann er gehen. Und ansonsten versuchen wir das einfach so zu handeln, dass wir so das ausgewogen halt einfach bearbeiten. Genau. Sehr cool, das ist tatsächlich auch mal, man fragt ja nicht gerne nach Bandnamen oder so, aber das ist jetzt auch mal eine schöne Erklärung, wo ich dann auch wirklich den Hintergrund verstehe. Und du schreibst dann halt die Texte, hast du gesagt. Texte. Was sind so, einfach mal ganz allgemein erstmal für dich, die Sachen, die dich bei Neuland bewegt haben? Verschiedene Sachen, die mich halt mich inspirieren. Das kann Tagesgeschehen sein, Nachrichten, irgendwelche Bücher, die ich lese, Filme, die ich schaue. Und dann natürlich versuche ich das immer so ein bisschen darzustellen aus meiner Sicht. Ja, wenn wir jetzt gerade das Lied Neuland nehmen, Neuland ist für mich
nicht direkt Neuland, es ist für mich eine, ein Geisteszustand, innerer Friede. Das ist für mich Neuland, weil viele Menschen haben den nicht mehr. Das stimmt durchaus, ja. Kommen wir einige, die anderen kommen nicht rein. Ich dachte, da kommt jetzt eine ganze Welle an Menschen rein, aber die laufen vorbei. Und sonst, also zum Beispiel mich, mein Favorit von Anfang an war der Mephisto, einfach musikalisch. Allein auch dieses nur Mephisto in weiblicher Form. Magst du da noch mal kurz den Hintergrund erklären? Einfach nur für mich und aus Neugier. Ja, Mephisto hat auch zwei Ebenen. Zum einen ist ja halt Mephisto eine Frau gemeint, die halt auch Männer verführt. Es gibt dadurch, es gibt einen realen Bezug zu einer Frau, möchte ich jetzt aber nicht näher erläutern, die Betreffende weiß, dass sie gemeint ist. Andererseits könnte man es aber auch so interpretieren, Mephisto gleich Natur, Mutter Erde, Umweltverschmutzung, Mutter Erde wird ausgebeutet, das ist die andere Sicht. Sind das dann aber auch Sachen, wo ihr trotzdem drüber sprecht, wo ihr dann sagt, von wegen, ne, ich meine, ihr müsst ja zumindest, oder muss ja zumindest auch hinter den Texten stehen, wo auch wenn auf der Bühne steht, oder... Also für, bei mir war es ja so, dass ich von Anfang an, ich habe mir von jetzt erstmal die Texte auch angeschaut, was er so schreibt. Und das hat mir halt wirklich, hat mich schon teilweise wirklich berührt, gegriffen. Ja. Da war das mit der Musik noch gar nicht so vorrangig. Und nachdem ich gesagt habe, das ist definitiv mal was anderes, in meinen Augen. Ich meine, so ganz was Neues gibt es ja nicht mehr eigentlich. Und ich fand das halt schon, ja, das hatte schon so eine gewisse Klasse. Und das hat mir halt einfach gefallen, hat mir imponiert. Und steht da auch wirklich zu jedem oder hinter jedem Song, den er geschrieben hat, textlich, muss man einfach so sagen, finde ich alles mit einer ziemlich ja, starken Aussagekraft und auch mit viel Interpretation. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wir letztes Jahr einen Fan getroffen haben, der auf einer Palliativstation arbeitet und mag vielleicht jetzt ein bisschen makaber klingen, aber wenn der weiß oder wenn sie weiß, dass es halt zu Ende geht mit demjenigen, lässt sie ruhige Musik laufen, unter anderem halt zwei Songs von uns. Das heißt, der eine natürlich ein Abschied, der andere verloren. Aber das hat dann schon so schon eine Wertigkeit, wo sie sagt, du müsstest das sehen, Markus, die bekommen noch ein Lächeln, das ist nicht, bevor sie sterben. Und das, da stellen sich mir schon manchmal ein bisschen die Haare, weißt du? Das hat schon so eine Geschichte. Kannst du ja nicht haben mit der Hölle laufen lassen, oder dass der mit der Hölle. Ja gut, weil wenn du weißt, dass das ein Fan war, dann den vielleicht noch dann bringen. Aber sonst, ja, stimmt schon. Es ist schon eine Nummer. Ne? Also das zeigt aber auch dann schon mal wieder diese Wirkung, die diese Texte haben von Jens. Also die war da völlig geerdet und hat gesagt, das mache ich immer, die Songs sind super und das berührt mich und so weiter. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ist, sag ich mal, auch eine Ehrung irgendwo, wo man dann nachher noch so, absolut. Vor allem, wenn man denkt, dass ihr auch noch gar nicht lange dabei seid. Das heißt, ihr bewegt jetzt schon als relativ junges Projekt eben, was in der Welt ist. Ja. Und ne, Fan ist auch ein gutes Stichwort, das fand ich dann eigentlich ganz witzig. Ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt bei euch, Timeline und so. Und ihr habt gestern ein cooles Feature gekriegt. Ne? Ah, ja. Ja, von Markus. Ja, wie kam das? Und wir sollten sagen, Markus Babbel, ne? Ja, genau. Ja, Fußball-Legende. Ja gut, Social Media macht es möglich mittlerweile, man kommt ja schneller mit irgendwelchen Leuten in Kontakt. Hier war es so, dass aber, muss man fairerweise sagen, unser Live-Bassist, der Jörg, der heute jetzt mit dabei ist, Umwege daran gekommen ist. Und Markus Babbel ist ja Rock-Fan, hat ja irgendwie auch so einen eigenen Podcast, irgend sowas. Und die waren immer so lose im Kontakt und also wir haben generell mit ihm ein bisschen Kontakt die ganze Zeit, aber haben da jetzt nicht drüber nachgedacht, dass da mal irgendwie eine Werbung kommt. Und gestern hat er dann ja, dementsprechend halt mal richtig Werbung gemacht für uns mit dem Song Mephisto und hat das wohl offensichtlich auch seinem bekannten Freundeskreis irgendwie weitergegeben und das ist natürlich schon klasse, wenn dann sowas kommt, ne? Hilft einem irgendwie immer weiter. Gut, mein vor allem Feedback, mit dem man ja so nicht rechnet. Genau. Ja, ich meine, so Szene-Leute, das sage ich mal, man schaut auch, gibt es die eine Sache, aber das ist halt, das ist dann quasi, schauen wir mal. Ja, also ich sage mal, das Bubble ist da schon außen mal irgendwo, finde ich. Und gerade von der Stunde, bevor ihr hergekommen sind, hat er mir nochmal geschrieben und dass er wohl zum Konzert kommen wird, wenn wir mit den Extremfall spielen werfen wollen, dann wird sich das halt auch mal live anschauen, dass wir uns dann auch ein bisschen besser kennenlernen.
kommen jetzt auch langsam zum Ende, weil die wird langsam voller und der Soundcheck von eben meinem Grab wird auch locker. Aber da müssen wir natürlich noch einhaken. Seid ihr selbst Fußballfans? Und da dann kann man ja gerade sehr gut Fußballfans sein. Absolut, ja. Saarbrücken, ganz klar. Ja. Nee, vom Kind ist Bayern an Fußballfan, klar. Ich weniger, aber ich meine Familie ist sehr fußballbegeistert, mein Vater. Und ich kenne das seit meiner Kindheit so, wenn halt wichtige Spiele sind, Länderspiele, Pokalspiele, Meisterschaften, gucke ich dann auch gerne mit. Und entscheide mich dann immer kurzfristig für eine Mannschaft. Ja, okay, so einer bist du also. Genau. So ganz schön ambivalent, was die Fan-Liebe angeht. Bei dir? Ich selbst bin weniger Fußballfan, allerdings kenne ich einige, die Gladbach-Fan sind, ja, Borussia. Und jetzt sehr geweint haben? Ja. Ich mag Gladbach auch gerne von mir. Ja, das heißt, ja, kommt von mir rein. Aber sei, in dem Moment sei es ihm vergönnt, weil ganz ehrlich, was selbst in der Runde da absolut ist der Hammer. Ja. Ansonsten halt meine Schüler, die kleinen DVB und Bayern München. Ja, das ist ja, nein, entweder oder. Und dann hast du sie dann auch. Entweder Bayern oder München, genau. 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 Okay, dann lass uns jetzt echt mal zum Ende kommen, weil wie gesagt, sonst haben wir nachher Geräuschkulisse, das ist für die Leute draußen eigentlich so schön. Aber möchtet ihr selbst noch irgendwas loswerden und den Leuten geben? Ja, vielen Dank erstmal für die Unterstützung, die wir die letzten 2 Jahre erfahren haben. Sind da mehr als positiv überrascht und ich persönlich kann da nur Danke sagen. Absolut. Vielen, vielen Dank und bleibt uns weiter treu. Vielen, vielen Dank auch von mir. Folgt uns auf Instagram, projektu-official, auf Facebook und auf YouTube haben wir auch einen Channel. Ja, vielen Dank für alles und vielleicht sehen wir uns mal live. Ja, dankeschön. Genau. Dann danke euch für das schöne Gespräch. Wir haben dann euch da draußen. Danke fürs Zuschauen. Ne? Checkt aus, Projekt Q definitiv lohnt sich. Top-Produktion, Top-Album. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.